Wir kommen noch zum letzten Teil, das ist Swing, also Dreier Swing. Wir kommen auch wieder von der Dreier Gruppe her. Ich starte zuerst mit dem Shuffle. Das war das. Und heute war es so. 1 A 2 A 3 A 4 A 1. Das heisst, wir haben im Prinzip den ersten Schlag und dann immer ein Zweiergrüppli. Es sind also immer zwei Schläge, die beieinander waren. Jetzt, beim Swing, fällt nochmal einer weg. Das heisst, wir haben 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es klingt dann so. Ich zähle es auch wieder mit Achteltriolen. 1, 2, A3, 4, A1, 2, A3, 4, A1. Also ihr habt immer einen einzelnen Schlag, dann das Zweiergrüppli, wie ihr es kennt vom Shuffle, dann wieder einen einzelnen und dann wieder das Zweiergrüppli. Das ist die Struktur von dem. Natürlich, für die, die Swing kennen, denke ich jetzt, oh je, was erzählt der? Aber es geht nur darum, vom Shuffle, wenn ihr den schon könnt, dann ist das wahrscheinlich einfach der einfachere Weg, wieder zum Swing zu kommen, weil ihr halt noch weniger Schläge habt, wo ihr euch direkt daran orientieren könnt. Dann ausgespielt mit der Bass und Snare, wenn wir zuerst den Shuffle wieder haben. Und das Bass und Snare behalten, aber in Swing wechseln. Dann wäre das der Plan fürs Hi-Hat. Also 1, 2, A3, 4, A1. Bass und Snare dazu. 1, 2, A3, 4, A1. Das könnt ihr auch wieder mit der linken Hand machen. 1, 2, A3, 4, A1. Ihr könnt es wieder rechts machen. 1, 2, A3, 4, A1. Oder auch wieder mit links. 1, 2, A3, 4, A1. Dann drei Gruppen auf den Toms. Rechts, links, rechts, links. Oder mit links rauf. Das ist wieder die Grundlage. So haben wir ja das System aufgebaut mit all diesen Gruppierungen. Also 1, 2, 3, 4 bis auf 9 Uhr. Dann gewechselt in Shuffle und jetzt im Swing. Zum Swing noch kurz basismässig zu vervollständigen. Die meisten von euch kennen es natürlich auf dem Reit, ist klar. Also 1, 2, A3, 4, A1. Plus dann das Hi-Hat noch dazu auf 2 und auf 4. Das ist natürlich das klassische Pattern, also das Muster, das Ostinato, Groove-System. Der Name spielt ja nicht so eine Rolle. Es geht nur darum, dass es einfach die zwei Stimmen sind fix. Bedeutet, ihr habt das gleiche Muster wie vorne auf dem Hi-Hat, ihr nehmt aber auf den einzelnen Schlag noch den Hi-Hat Fuß drauf. Das ist der Plan. Also 1, 2, 3, 4, 1. Dann könnt ihr auch wieder das Bass und Snare dazu nehmen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Auch das kann man wieder mit links spielen. Swing oder Jazz im Allgemeinen ist natürlich ein riesen Thema mit einer riesen Tradition, einer riesen langen Geschichte. Das würde natürlich alles sprengen, zeitlich, was wir in diesen Videos können zeigen können. Mir geht es hier nur darum, dass ihr den Ansatz habt, aus dem Shuffle aus, in Swing rein, und dass ihr das mal so ein bisschen grundsätzlich könnt anspielen könnt. Es geht hier wirklich nicht um mich. Weil ihr habt dann nachher die, wenn es ums Reiten geht, wie man das spielen kann, in welcher Zone, in welchem Tempo, wie sich das Timing verändert und so weiter. Das ist ein riesen Paket an Informationen, was da für Varianten gibt im Jazz. Da kann man sich später natürlich noch tiefer damit auseinandersetzen. Wie gesagt, da geht es wirklich nur ums Grundpattern, wie das aufgebaut ist, wie ihr vielleicht am einfachsten zu dem kommen. Über den Shuffle, über das Hi-Hat und dann noch mit dem Ride und dann den Hi-Hat-Fuss dazu. Ich tue es abschliessend noch mal kurz zeigen. Komme vom Shuffle, tue das Hi-Hat anpassen,
nimm es gleich aufs Reit. Und nehmen noch den Hi-Hat-Fuss dazu.